Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Season 2 startet am 6. Januar und ich habe mir gedacht, ich zeige euch meine drei besten Teams, die ich für Season 2... Was ist Season 2? Es gibt eine Season und da drin nochmal zwei Seasons. Also es gibt eine Season, gibt es zum 31. Januar und der zweite Teil quasi davon startet ab dem 6. Januar. Und ich hatte euch ja schon mal das Sand-Team vorgestellt und auch mit einem Leihcode. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch auch noch den Leihcode für das Wasser-Team, das wollten einige ausprobieren. Und auch für mein Metakiller-Team, was ich am besten von allen drei finde. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Sand-Team. Den Leihcode habt ihr ja theoretisch schon. Ansonsten, hier oben seht ihr nochmal den Leihcode. Nochmal ein paar Worte dazu. Ich leide immer mit Despota und Wolverock. Despota macht den Sandsturm und Wolverock hat dann durch Sandscharrer extrem viel Tempo. Gastrodon braucht ihr, sobald der Gegner ein Wasser-Pokémon hat. Zum Beispiel ein Delfinator oder aktuell laufen viele Wasserteams rum mit Pilippa, mit Niesel. Da müsst ihr dann ein bisschen schauen, wie der das macht. Friedwurf auch Sandscharrer. Ist nochmal richtig gut ganz am Ende mit Letzte Ehre, die 200 Schaden macht. Oder ein Dicktree. Die sind sehr, sehr nice. Als nächstes das Wasserteam. Das ist für mich das unspektakulärste. Beziehungsweise eins, das nicht perfekt ist, weil es viele Counter dagegen gibt. Geleadet habe ich immer mit Pilippa für den Niesel. Oder mit Delfinator und Zapplerang. Weil ich sowohl mit Delfinator als auch mit Zapplerang entweder Kehrtwende oder Rollwende machen konnte. Zapplerang kann sogar Kehrtwende und Voltwechsel. Und dann auf Pilippa gegangen bin. Dann müsst ihr schauen, wenn ihr gegen ein gegnerisches Sandsturm oder Sonnentag spielt, dann macht es mehr Sinn, Pilippa nicht als erstes zu spielen. Enteron kann man mit Ränkeschmied und Wassertempo extrem hoch boosten. Kann man auch mit Wassertempo extrem stark und Schwertanz. Und bei Londa spiele ich mit Psychosamen immer dann, wenn Servol drin ist. Mit Wogentanz und Kehrtwende und vor allen Dingen Fußkick, eine extrem starke Kampfattacke. Den Leihcode seht ihr auch hier oben, ne? Und jetzt zu meinem absoluten Favorite-Team. Das, was ich jetzt gleich auch noch ein bisschen spielen werde. Für den Season-End-Push. Der Code ist da oben, wenn ihr das ausprobieren wollt. Lead ist immer Uhafnir. Falls ihr einen Rückenwind braucht. Also ich leade eigentlich immer mit Uhafnir. Müsst ihr aber eigentlich auch nicht. Ihr könntet auch Arktilas für Rundumschutz nehmen oder Eiskreisel, falls der Gegner sowas wie ein Servol hat mit dem Psychofeld. Das zerstört ja Felder. Skellokrok habt ihr dabei, um im Prinzip alle Drachen zu besiegen. Trikefalo und so weiter. Tauros ist richtig nice, weil es Rasener Stier hat. Und damit Reflektor und Lichtschild zerstört. Den nehme ich immer mit, wenn der Gegner ein Olangar hat. Und Maskagato, ja, mit Blumentrick, das soll einfach richtig reinschallern. Also das sind so die drei Teams, die ich auch in Season 2 spielen werde. Falls die Meta sich nicht schon extrem geändert hat, das werde ich gleich herausfinden. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr über ein Like auf das Video freuen und bis zum nächsten Mal noch rein. Mal schauen, wie das Meta-Killer-Team noch abgeht. Ach, guck mal da! Habt ihr gesehen? Ein Quajutsu-Foto. Ist das nicht illegal? Illegal. Polizei rufen. Polizei, Polizei. 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 Scheiße, ich weiß gar nicht. Soll ich einen Rückenwind? Der macht eh Bizarroron. Ich mach mal Draco. Er hat schon den DLC-Pokémon. Wahnsinn. Fluchtknopf auf Servol eigentlich clever, damit er das Psychofeld nochmal rausbekommt, ne?
Macht er jetzt Eruption? Also Flächenmacht kann er sich schon mal abschminken. Terra Feuer, Eruption. Terra Feuer, Eruption. Und da kommt meine absolute Lieblingsattacke, Rundumschutz. Eruption. Och, ich liebe Rundumschutz so sehr, ne? Das ist meine absolute Lieblingsattacke in der VGC. Wirklich, mit Abstand. Mit großem Abstand meine Lieblingsattacke. Aqua-Durchstoß oder Wasserdüse? Ich bin wieder in seinem Kopf. Merkt ihr das, wie ich in seinem Kopf bin? Merkt ihr das eigentlich? Der Rundumschutz war jetzt natürlich doof, aber der Aqua-Durchstoß, der ist es. Man macht das wenig Schaden. Um gut zu wissen, dass ich schneller bin. Gut zu wissen, dass ich schneller bin. Ja, ich würde nochmal einen Rundumschutz machen und nochmal einen Aqua-Durchstoß. Schneller als Kürtel bin ich nicht, aber was kann der sonst? Der wird Eruption haben, Schutzschild. Vielleicht hat er noch Gähner oder so ein Scheiß. Oder nochmal Sonntag. I don't know. Erdkräfte. Haha, Volltreffer überlebt. Ach, Azumarill ist einfach zu geil. Leute, Azumarill ist einfach zu geil. Versteht ihr das nicht? Scheiße, er heilt sich. Er ist doch full death, ne? Kann das sein? Es würde viel mehr Sinn machen für ihn, wenn er Arktilas besiegt hätte, der Dummkopf. Anstatt Azumarill. Psycho ist ja nicht sehr effektiv gegen mich, ne? Mach ich mal einen spukigen Ball. Einen spukigen Ball mache ich. Einen Spuckball. Der wird richtig angespuckt. Mit einem Ball angespuckt. Ach, Erdkräfte hat dafür, habe ich vergessen. Ein Spuckball. Bizarro müsste jetzt gleich auch wieder ready sein, oder? Der Bizarro müsste jetzt gleich wieder weg sein, oder?
guckt euch diesen Switch an. Dieser Switch, guckt ihn euch an. Guckt euch diesen Switch in an. Switch in. Wenn er jetzt Drachendingsbums macht, dann krass. Er macht echt die Drachenpfeile. Als ob er den kommen sehen hat. Never. Eins! Oh, Hafnia, du bist es! Oh, Mist! Schade, die Erdkräfte haben nicht getroffen. So ein Unglück. Verdammt. Ich glaube, ich baller an Draco. Bitte triff er. Bitte triff. Schönes Ding. Er hat doch bestimmt Psychokinese auch, ne? Schallwelle. Jetzt ist Skello gegen Servol. Skello gegen Servol. Ich habe eine Frage. Kann er irgendwas Starkes gegen Fee? Kann er was Starkes gegen Fee? Was setzt er ein? Wir gucken mal. Was macht er? Ich habe auch die Weste drauf. Eigentlich müsste ich jede Attacke von ihm überleben. Schallwelle. Ist das eine normale Attacke? Bei ihm? Oder eine Geistattacke? Oder eine Psychoattacke? Ist auch egal, ich gehe auf jeden Fall auf Fee. Und ist eine normale Attacke? Dann wieso trifft mich das denn, wenn ich Geist bin? Trifft mich das dann überhaupt? Ich gehe nicht auf Fee. Oder? Ich mach mal einen Tagedieb. Oder einen Angriff. Boah, ich habe so Angst, ne? Wirkungslos. Ach, er ist normal. Er ist normal, stimmt. Er ist normal. Vielleicht ist er gelockt auf Schallwelle? Macht aber auch keinen Sinn. Er ist gelockt auf Schallwelle. Ja! Oh Mann, ist das schön. Schön. Wieso ist er denn gelockt auf Schallwelle? Was hat er denn an? Hat er einen Walschal an? Wieso? Was hat er denn eben gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was hat er eben gemacht? Kampf wurde aufgegeben. Das ist das Meta-Killer-Team, Leute. Spielt das.